leihen sich die Wissenschaftler Jennifers Mobiltelefon und laden es auf. Mit Mikrowellen. Heute ein Telefon und morgen die Welt. I mean, it's great progress. We actually... Wir können die nutzbare Elektrizität 3,5 Meter weit senden. Lampen und ein Mobiltelefon betreiben. We saw a cell phone charge. Wir haben bewiesen, dass wir Strom durch den freien Raum senden können. Jetzt wollen wir zusätzliche Sendeelemente herstellen und einen größeren Versuch vorbereiten. Mikrowellen verhalten sich in etwa so wie Wassertropfen, die auf eine ruhige Wasseroberfläche fallen. Die Wellenbewegung beginnt an einem Punkt und breitet sich in alle Richtungen aus. Mikrowellen eignen sich besonders gut zur Übertragung von Informationen. Zum Beispiel der menschlichen Stimme durch die Luft auf Mobiltelefone. Aber es gibt einen Nachteil. Mikrowellen verlieren schnell an Energie, sobald sie ihre Quelle verlassen. Solarenergie aus dem All zu beamen, ist umso problematischer. Damit der Plan funktioniert, bräuchte man eher einen Gartenschlauch als eine Welle in einem Wasserbecken. Der Energiestrahl muss gebündelt werden.